herzlich willkommen zum Network Wiki. Heute mit einer interessanten Ausgabe. Wir beschäftigen uns heute mit den sogenannten Marketingplänen im Network Marketing. Wie arbeitet man so einen Marketingplan? Wie sind die Wurzeln? Wie muss man den verstehen? Und wir beschäftigen uns heute das erste Mal mit dem sogenannten binären Marketingplan. Man sagt auch den dualen Marketingplan. Es gibt viele verschiedene Bezeichnungen dafür. Und ich möchte euch hiermit wirklich, sage ich mal, einführen, woher kommen die Pläne, wie muss man mit denen arbeiten, wie sind die Weiterentwicklungen daraus und wie arbeitet der Plan für einen und nicht gegen einen. Weil, ein sehr wichtiger Punkt, sehr oft ist es so, dass die Marketingpläne einem bestimmten Muster folgen, ausgelegt sind mit einer gewissen Zielsetzung und entweder kann man so arbeiten, dass der Marketingplan für einen arbeitet oder gegen einen arbeitet. Die Marketingpläne, die Geschichte, die hat, sage ich mal, sehr früh angefangen. Es hat am Anfang angefangen mit den sogenannten normalen Breakaway-Plänen, mit den Differenzplänen. Und die waren meistens daran gekoppelt an sogenannte Positionen, die man erreichen bekam, dann über gewisse Levels dann seine Provisionen ausgeschüttet. Bedeutet, wenn ich jemanden gesponsert habe, so nennt sich das, wenn man jemandes Geschäft rennt, war das meine First Time, das war meine erste Generation. Auf wen habe ich dann Geld bekommen? Die haben dann wiederum einen in ihre Organisation gebracht, das war dann die zweite Ebene. Die wiederum dann auch jemand, das war dann die dritte Ebene. Und so ist man auf Ebenen bezahlt worden. Und in der Karriere, für mehr Prozente zu bekommen, musste man sogenannte Positionen, also Leute auf gewisse Karrierestufen nach oben bringen. Das sind, sage ich mal, die Klassiker. Dann hat sich das so alles ein bisschen weiterentwickelt. Dann gab es dann sogenannte Matrixpläne, also wo so Matrixen aufgefüllt werden müssen. Eine Dreier-Matrix und eine Fünfer-Matrix, die waren dann geschlossen. Eine geschlossene Fünfer-Matrix oder Dreier-Matrix, das läuft heute immer noch am Zug, keimt das mal auf. Offene Matrixen findet man heute in den klassischen Plänen sehr, sehr oft halt. Also wenn du jemanden in dein Geschäft bringst und du willst, was weiß ich, Präsident werden, dann musst du drei, Diamond-Präsidenten finden. Die wiederum müssen sechs, Schlag mich tot, Smaragd-Präsidenten finden. Und das bedeutet, es ist auch so eine Matrix drin, die man aufbauen muss. Der komplette krasse Unterschied dazu, der dann Mitte der 90er aufgekommen war, waren die sogenannten binären Marketingpläne. Die haben eine komplett andere Konzeption verfolgt und haben sich auch losgelöst von dem alten Denkschema. Damit hatten aber auch viele, die die klassischen Systeme gewöhnt waren, anfangs richtig Probleme. Auch heute noch, weil wer aus dem klassischen System kommt, der dann in einen binären geht, findet eigentlich komplett veränderte Verhältnisse vor. Und damit haben sehr, sehr viele Umstellungsprobleme. Also derjenige, der direkt in einem binären anfängt, der versteht das System direkt sehr, sehr gut. Man hat festgestellt, dass die aus den klassischen Plänen kommen, erstmal eine richtige Umstellungsproblematik haben, um mal sich so richtig reinzudenken. Warum? Also, wie ist ein binärer Marketingplan aufgebaut? Er ist vom Prinzip her ganz, ganz simpel. Man sagt, es gibt zwei Anbindungen, die man bedienen kann. Also man selber kann nur zwei Leute, einen rechts, einen links, ins System sponsern. Dann sind diese beiden Positionen belegt. Wenn man dann hingeht und möchte noch jemanden ins System reinbringen, kann man den nur unter denjenigen, so wie ihr hier seht, drunter setzen. Das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt. Das heißt, man kann jemanden nur unter einen von den beiden runtersetzen. Das heißt, das geht nur. In der Regel arbeitet man rechts außen und links außen, damit man seine beiden Organisationen unterstützt. Und jetzt kommen wir auf den Kernpunkt der ganzen Sache. Bei einem binären Marketing-System gibt es zwei Teams. Man hat selber ein rechtes Team und ein linkes Team. Man hat zwei Teams. Und wo die Führungskräfte in dem rechten Team oder in dem linken Team sitzen, ist völlig egal, ob von einem selber gesponsert oder irgendwo in der Tiefe. Hier in einem binären Marketingplan zählt nur das reine Volumen. Das Volumen, was mein rechtes Team macht und das Volumen, was mein linkes Team macht. Das ist alles. Man wird auf Volumen bezahlt, nicht auf Position und eben, sondern es zählt da alles durch. Jetzt gibt es da Feinheiten mit dabei. Also vom Prinzip her, simpel verstanden, ich kann nur eins machen, ich kann einen rechts sponsern, ich kann einen links sponsern. Und dann entwickeln sich darunter meine Teams und ich sponsor immer außen lang. Jetzt ist es aber kleine Feinheiten, die es zu beachten gibt halt. Warum halt? Also, konzeptionell sind folgende Sachen auf dem Markt. Viele sagen, ja, ich brauche ein sogenanntes Powerleg. Also ein Bein, was schon voraufgebaut ist, was es schon mal gibt, dann brauche ich nur in das andere Bein reinzuarbeiten. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Warum?
Weil es heißt ja, arbeite mit zwei Teams, bau dir zwei Teams auf. Aber du baust ja, wenn du ein Powerlag hast, nur ein Team auf, nämlich auf der anderen Seite. Das rechte Team oder das linke Team, je nachdem, wo dein Powerlag ist, wenn du überhaupt eins hast, halt, das ist ja gar nicht von dir. Das bedeutet, du hast da keine Kontrolle drüber. Und so ein Team kann abschmieren oder es können auch die Seiten wechseln, dass von einmal dein starkes Team, sozusagen eine Powerseite, von einmal sich umwandelt ins Payleg. Payleg heißt in dein Team, auf welches Volumen du bezahlt wirst. Deswegen ist es wichtig, von Anfang an ein rechtes und ein linkes Team selber persönlich aufzubauen. Die meisten Marketingpläne sagen auch, du bist erst qualifiziert, wenn du einen rechts gesponsert hast und einen links. Das ist, sage ich mal, die Grundvoraussetzung überhaupt, die man verstehen muss. Du musst Team rechts bauen und auch Team links bauen, dann kommst du nicht vorbei, auch wenn du einen Powerlag hast. Ein Powerlag ist eine tolle Hilfe, eine tolle Stütze, das ist alles super, aber du musst immer Team rechts und Team links arbeiten, weil sonst konzentrierst du dich nur auf ein Team und das heißt ganz klar, binäres System, zwei Teams. Das ist so ein bisschen, sage ich mal, über die Zeit verfälscht worden und deswegen ist es sehr, sehr wichtig zu verstehen, die Grundphilosophie ist, bau ein rechtes Team, ein linkes Team. Du bekommst zwar Spillover manchmal von der Upline, das ist auch vom System her so, aber denk immer daran, du hast zwei Teams, nicht ein Team. So, jetzt haben wir das wahrscheinlich, sage ich mal, verstanden, auch für diejenigen, die sagen, wie meinte das? Zwei Teams, ganz wichtig, selber zwei Teams aufbauen, sonst wird irgendwann das System einen überrollen. Warum? Weil sonst arbeitet man gegen den Marketingplan und nicht und für den Marketingplan. Jetzt haben wir das, sage ich mal, so ein bisschen von der Grundphilosophie. Es wird auch nicht an Positionen festgemacht. Man darf jetzt eins nicht verwechseln. Es gibt jetzt gerade so die letzten paar Jahre, beginnend mit einer größeren Firma aus Amerika, dass man angefangen hat, über einen binären Plan einen sogenannten Unilevel- oder Breakaway-Plan dran zu schalten. Also man hat so einen alten Plan genommen von früher und hat den da rübergelegt und da hinten dran gemacht. Ein sogenannter Hybridplan ist entstanden. Das ist aber eigentlich meines Erachtens, meine persönliche, ganz persönliche Meinung, totaler Unsinn. Warum? Weil entweder hat man einen klassischen Breakaway-Plan oder einen Unilevel-Plan oder man hat einen binären. Die zu kreuzen hat meistens nur den Sinn, um irgendwelche Top-Berater, die aus normalen Vertrieben kommen, also aus alten Strukturvertrieben, die meistens auch binäre nicht so leiden können, halt, und das ganze System zu verbessern und zu sagen, ja, wir haben zwar so binäre, dynamische Komponente drin, halt, aber es wird mehr auf den Unilevel bezahlt. Und dann ist man wieder in diesem System gefangen, Positionen bauen, diese Strukturen aufrichten. Und die meisten schaffen das ja in der Regel sowieso nicht. Und wenn die dann noch mit Shares arbeiten, also dass das Volumen, was in der Matching-Bonus auf dem Gesamtvolumen rechnet, so ein riesen Kladderadsch, sind die Probleme vorprogrammiert. Also, meines Erachtens ist es, und da reden wir jetzt drüber, wir reden jetzt nur über die reinrassigen binären Pläne, diese Hybridpläne tun wir in einem späteren Quickie noch alleine bearbeiten, aber es geht jetzt ganz speziell, damit ihr versteht, um einen reinen binären, nicht diesen Mischmasch mit dabei, das ist nicht die Urkonzeption von so einem binären Marketingplan. Binärer Marketingplan, wenn ihr diese Teams aufbaut, rechts und links, werdet ihr auf Volumen bezahlen. Es kann natürlich nicht unendlich bezahlt werden, die Organisationen können unendlich tief werden, aber es gibt natürlich logischerweise da auch eine Limitierung drin. Und das nennt sich, man hat in binären Plänen einen sogenannten Cap. Cap bedeutet, ab dem Zeitpunkt wird gekappt. Es gibt Unternehmen, die sagen, du kannst bei uns maximal 10.000 Euro über ein Bein verdienen. Also du hast das starke Bein und man wird immer in der Regel auf das schwächere Bein bezahlt. Nach folgendem Muster. Es gab mal früher so ein Muster, du musst 2/3 auf diesem Bein haben, 1/3 auf diesem Bein. Oder 10% kriegst du auf dieses bezahlt, 1% auf dieses. Die wahnsinnigsten Regeln gibt es damit dabei. Aber in der Regel wird man immer auf das schwächere Bein mit Umsatz bezahlt und das wird dann wöchentlich dann gegengerechnet, wie viel Volumen hast du hier gesammelt, wie viel hast du hier. Die neuesten Versionen machen inzwischen auch sogenannten Instant Pay. Das heißt, sobald man 100 Punkte hat, auf der einen Seite und 100 auf der anderen, bekommt man eine automatische Auszahlung. Das nennt sich Instant Pay, ist so der neueste Trend, also dass man direkt bezahlt wird. Dadurch kann man immer nur auf einer Seite Volumen stehen haben und man bekommt sofort seine Provision ausgezahlt. Das ist jetzt so der neueste Trend, der jetzt in Amerika gegriffen hat, halt, direkte Bezahlung. Und eigentlich geht es auch dorthin halt. Also direkt Umsatz, direkt Volumen und der binäre zahlt direkt aus. Aber jetzt gehen wir einfach mal davon aus, von dem ganzen Volumen, wie sieht der Cap aus? Also bei vielen Firmen muss der schauen und fragen, was zahlt der aus zum Binieren? Dann haben die so ein Cap 10.000, 20.000. Das ist so in der Regel, wo dann, was die erlauben, was man auf so einem P-Leg verdienen kann halt. Und dann gibt es Firmen auch, die 30.000er Cap haben.
Es gibt auch Firmen, die 50.000er Cap haben. Damit liegt man schon im ganz oberen Bereich mit dabei. In der Regel haben die so 20.000, 30.000. Diese Hybridpläne, die haben in der Regel 10.000, wo man den Cap liegen hat. Das bedeutet, jetzt muss man ja rechnen, ob ich 10.000 verdienen kann oder zum Beispiel 50.000, ist ein mega Unterschied. Warum? Weil 10.000 jede Woche sind 40.000 im Monat, mal 12 sind dann, klar, 480.000, die ich verdienen könnte im Jahr. Habe ich jetzt einen, wo der Cap drin ist, 50.000, bedeutet das, dann kann ich natürlich viel, 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 viel mehr verdienen. Ist ja ganz klar. Habe ich überhaupt richtig gerechnet halt? Ja, na, also, ja, 10, genau, wenn ich 50.000er Cap habe, habe ich 200.000 im Monat. Das bedeutet dann, 200.000 sind 2,4 Millionen im Jahr. Also 480.000 zu 2,4 Millionen, die ich aus einem Plan rausholen kann. Das ist, sage ich mal, jetzt vom Rechnen her ein ganz wichtiger Punkt halt. Deswegen ist dieser Cap so wichtig. Da gibt es natürlich immer noch diesen Matching-Bonus für die Leute, die man persönlich gesponsert gegeben hat. Aber man wird das meiste Geld aus dieser binären Kompression verdienen, wenn man es richtig macht hat. Und dafür ist ganz, ganz wichtig auch zu erkennen, dass nicht nur die Leute, die man selber in ein System reinschaufelt, in rechts und links wichtig sind, sondern auch die Führungskräfte, die sich irgendwo in der Tiefe entwickeln. Da muss ich auch mitarbeiten und reingreifen. Das ist egal, ob der 500 Ebenen tief ist oder direkt oben in den ersten 10, weil man wird worauf bezahlt? Klar, wir haben es jetzt kapiert halt. Auf Team rechts, Team links und auf das Volumen, nicht auf Positionen. Und es ist völlig egal, ob einer ganz in der Tiefe was macht oder hier oben. Hauptsache, rechts habe ich eine Führungskraft, links habe ich eine Führungskraft. Dann bin ich schon mit dem Thema durch und dann kann ich auch anfangen, noch mehr reinzubauen, wenn ich will. Weil das stabilisiert natürlich die Sache. Es ist ein anderes Arbeiten, weil als Führungskraft kann man ja nicht hingehen, permanent immer in so ein System reinsponsern, sondern man muss ja auch an Ausbildung denken, man muss auch schauen, dass man dann vorarbeiten kann, mit den Leuten zusammen die ganzen Gespräche machen hat. Man ist ja sehr viel auch in der Unterstützung der Organisation, in Anführungsstrichen wollte ich gerade sagen, gefangen halt. Aber diese Arbeit in die Tiefe kann man in einem binären machen, deswegen ist der auch so ausgelegt halt, ganz im Gegensatz zu vielen von den Breakaway-Plänen und Unilevel, wo man massiv in die Breite gehen muss und dann versuchen muss, irgendwie solche Positionen zu kreieren. Dann hat man dann, sage ich mal, so einen Dreier-Block, Neuner-Block stehen und dann kackt einer rechts unten in der Ecke ab und fällt das ganze Gerüst zusammen, was man hat, weil die müssen dann immer voll qualifiziert sein. Das heißt nicht, dass zwei Beine aufbauen einfacher ist. Nein, garantiert nicht. Aber es ist ja ein langfristiges Geschäft. Das bedeutet, man muss so in Sachen auch Zeit geben. Das kann auch ein paar Monate dauern. Die Konzeption von den Binären ist also eigentlich sehr simpel. Und ich würde sagen auch, es gibt einfach auch die Unterschiede. Manche mögen diese Art Pläne, andere mögen sie nicht. Das muss man persönlich für sich selber herausfinden. Was mache ich? Wenn man Tiefenarbeit, Positionsarbeit, sich auf sowas konzentrieren will, in der Regel sind solche binären Pläne auch sehr schnell immer international, schaffen einen riesen Volumen mit dabei. Und wenn man es richtig stabilisiert, indem man hingeht und baut rechtes Team, linkes Team, kann einem fast gar nichts passieren. Warum sage ich das halt? Weil es ein Erfahrungswert ist. Man hört immer von Leuten, die so ein riesen dickes, fettes Bein haben, so nennt sich das halt, aber nichts gegengebaut haben oder die mal so ein fettes Bein hatten und aus irgendwelchen Gründen ist da irgendetwas passiert, was immer im Network passiert, dann hatten die keinen Einfluss darauf, weil sie keinen Einfluss in die Organisation hatten, weil sie haben sich nicht drum gekümmert, weil sie dann bloß mein Powerleg, daran verdiene ich ja nichts, denken die Deppen, ja, warum? Weil das ist ja mein Powerleg. Die vergessen halt, dass sie doch nur auf der einen Seite bezahlt kriegen, weil die andere Seite am Arbeiten ist. Das heißt, auch beide Teams wird man mehr bezahlen. Wenn das eine ja kein Volumen bringt, kann man bei dem anderen ja nicht gegenrechnen. Verständnissache mit dabei. Also, so ein Binären, wie gesagt, kann ich mich in die Tiefe auch durchgraben und Führungskräfte suchen halt und arbeite mich dann durch. Die Einkommen in den Binären, wie gesagt, sind monatlich limitiert. Manchmal hat die Möglichkeit, sage ich mal, auch mehrere Spots zu bedienen, dass man, sage ich mal, anstatt 50, 150 im Monat da rausholen kann. Das sind jetzt, sage ich mal, so die Spielarten, die es gibt. Und binär steht in der Regel für dynamisch, aber man muss sich wirklich auch auskennen. Das ist so mehr das Wildpferd unter den Marketingplänen. Wenn die Einsatz ein bisschen behäbig sind, kann das Ding richtig abgehen. Aber wenn so ein Wildpferd abgeht, muss man auch drauf sitzen bleiben können. Ja, das, sag ich mal, war es für mich zum Thema Binären. Ich hoffe, es ging auch einfach darum, nur so ein bisschen die Grundphilosophie zu verstehen, halt, dass binäre Marketingpläne eigentlich nicht mit dem traditionellen normalen Network-Marketing so zu vergleichen sind. Es gelten dort andere Spielregeln und das ist ganz, ganz wichtig. Und das werden wir auch, wenn wir über die
binären in Kombination mit einem Omni-Level-Plan sprechen werden, auch für die ein oder anderen Aha-Effekte, sagen wir mal, aha, so ist das gewesen. Ja, also, das würde ich euch sagen, entscheidet selber, ob euch das gefällt oder nicht gefällt. Es ist eine der schönen, gigantischen Möglichkeiten, die Network Marketing bietet. Das ist ein Marketingplan, der vielleicht, sag ich mal, für euch interessant sein könnte. Aber schaut euch auch die anderen an und schaut nochmal zu, ist die passende Firma mit dem passenden Produkt mit dabei? Ist das, was ihr, sage ich mal, wollt? Weil es geht bei einem binären um was? Um Teamaufbau, ganz, ganz wichtig. Also ein Team aufzubauen, und das soll in einer Geschwindigkeit gehen, die schneller ist als anderen Systemen. Und deswegen hatten sich dann irgendwann mal die Leute darauf konzentriert, wie kann man etwas schneller machen. Und so ist das entstanden, wo Downline-Arbeit nach vorne geschrieben wird und nicht Positionsarbeit. Ja, wir sehen uns, sprecht mit Leuten, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe letztens noch ein Meeting gehabt mit einem amerikanischen Kollegen. Der hat, sage ich mal, und das möchte ich zum Schluss euch mitgeben, einen sehr guten, sage ich mal, Anmachspruch gehabt hat. Der hat gesagt, ganz einfach, 3 Steps. Die erste Frage, die ein Interessenten stellen muss, hast du noch Träume, Wünsche oder Ziele, irgendwas in deinem Leben, was du erreichen willst? Das sagen die meisten, ja. Dann ist die zweite Frage, die man stellen muss, hast du einen Plan, wie du das erreichst? 99% der Fälle. Was? Sagen die, m-m. Dann ist das dritte, was du sagst, ich habe einen Plan, soll ich ihn dir mal zeigen? Und schon bist du mittendrin. Wir sehen uns demnächst hier auf diesem Kanal. Ciao.